Wir sind heute Abend hier in der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg in Berlin und wir haben ein neues Buch von Dario Salas Sommer, ein Autor aus Chile. Und dieses Buch Kosmische Währung ist jetzt auch in deutscher Sprache erhältlich. Das Buch Kosmische Währung handelt von einem neuen, tieferen Lebenssinn. Und Dario sagt ja, wir können in einer neuen Währung bezahlen. Also wir haben quasi unendlich viel Energie zur Verfügung, wenn die Menschen verstehen, dass es neben dem Geld auch noch eine kosmische Währung gibt. Sie finden in diesem Buch von Salas Sommer viele Ansatzpunkte, wie es im täglichen Leben in die Richtung mehr subjektives Wohlbefinden gehen oder wie Salas Sommer es ausdrücken würde, in die Richtung der Erhöhung dieses Wertes, ihrer Bewusstseinswährung zu gehen. Darío Salas en este libro y en otro dice es que todo tiene una parte positiva porque no hay algo que sea único, todo es doble. Entonces hay que mirar la parte positiva hasta de lo que a nosotros nos parece negativo, ¿no? Ich glaube, dass wir uns alle in einer hochspannenden Zeit befinden. Wir entdecken den Mensch wieder, den Menschen und was die innere Qualität unseres Lebens ausmacht. Und das Buch von Dario Salas Sommer ist ein Teil davon. Das Buch von Dario hat uns gegeben, heute Abend in Berlin die Gelegenheit zum etwas philosophieren. Was ist Glück? Glück ist zu philosophieren, in Freiheit. Das Buch schafft Denkanstöße, wenn man sich auf das Buch einlässt, wenn man sich mit dem Buch näher beschäftigt. Denkanstöße, die einen weiterführen können in Richtung auf ein glücklicheres, zufriedeneres Leben.